Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Antichamber. Wobei dies hier jetzt nicht wirklich mehr ein Let's Play ist, sondern eher, naja, nachkommentiert ist, weil das blöde Programmchen Audacity abgeschmiert ist, ohne dass ich es bemerkt habe. Und ja, deshalb ist das Ganze hier nachsynchronisiert bis zum Ende. In der letzten Folge war das Spiel abgestürzt, wieder mal. Ich hab's danach auch noch ein paar Mal ohne aufzunehmen versucht. Weiterzukommen ist aber immer wieder an derselben Stelle abgestürzt. Wahrscheinlich weil zu viele Blöcke waren. Und ja, ich habe auch ein bisschen gegoogelt, was das sein kann und so weiter. Und da bin ich darauf gestoßen, dass der Raum eigentlich nur eine Sackgasse war. Ich habe auch einige Tipps bekommen von euch, dass ich mal zu dem Startraum gehen soll und mir da, na gut, was heißt Startraum, zu diesem Leap of Faith-Raum, wo ich jetzt gerade bin, gehen soll. Hinten durch das Auge durch, da bin ich gerade dabei, und mir ein paar Blöcke aufsammeln soll, diese vermehren soll. Und so, um mich dann hinten auf der anderen Seite von dieser Lücke da, von diesem Abgrund, hocharbeiten, nein, runterfallen lassen soll. Und dann käme ich durch diese verschlossene Tür. Und das mache ich jetzt auch mal direkt. So, hier drüber, dann hier an den Randstellen und hüpfen, damit ich runterfalle. So. Genau. Ah ja, stimmt, genau. Das war das hier. Da sind wir am Anfang nicht weitergekommen. So, erstmal alles auffüllen und dann wieder einsammeln. Und dann kommen wir hier durch. Wunderbar. Ich mache mir lieber mal noch ein paar Blöcke mehr dahin, falls ich die später brauche. Oh, die Blöcke haben sich gar nicht aufgelöst in meiner Kanone. Umso besser. Some problems can't be solved until you're more experienced. Ja, manche Probleme können nicht gelöst werden, bis man erfahrener ist. So, und jetzt sollte ich durch diese Exit-Tür durchkommen. Ja, wunderbar. Klappt ja wie am Schnürchen. Gut, dann schauen wir mal. Denn irgendwie war irgendwas von wegen dort weitergehen, dann an der Decke wäre ein Loch und irgendwas, und da käme ich dann irgendwie durch. Oh, die Antimaterie. Da läuft, fliegt sie weg. Was auch immer. Ich weiß nicht, ob es Antimaterie ist, aber ich sage einfach mal, es wäre so. Okay, wie komme ich hier? Ah ja, genau. Ein Aufzug, Sprung, Dings da, Bums da. Wunderbar. Bleib stehen, du Antimaterie, etwas, was auch immer. Diese Treppen sehen mir sehr verdächtig danach aus, als wäre. Ja, das sind wieder solche. Scheinen wieder solche Treppen zu sein. Ah, hier ist dann auch diese Lücke, okay, von der die Rede war. Okay, das hinten sieht aus, als wären da wieder die Treppen. Dann versuche ich jetzt mal da oben durch die Lücke da durchzukommen. Die Treppen sollten sich laut eurem netten Geschreibsel auflösen. Wunderbar. So, und ab hier muss ich mich dann wieder ohne eure Hilfe durcharbeiten. Okay, egal, schauen wir mal. Okay, wenn ich hier durchgehe, müsste ich eigentlich hinten aus dem Blauen rauskommen. Das ist ja eigentlich nichts Neues. Okay, wo bin ich jetzt? Da ist ein bisschen mehr. Durchs Pinkne. Egal, irgendwo durch, oder? Ja. Weiß vielleicht? Ah ja, okay. Wunderherrlich. So, was ist das jetzt? Okay, da komme ich nicht weiter. What the? Die Antimaterie oder was auch immer das ist, hat mich hier ein bisschen eingesperrt. Wie komme ich hier raus? Hilfe! Hallo? Hallo? What? Jetzt bin ich draußen. Oh, muss ich nicht verstehen, ne? Okay, das auch zu.
Ich dachte, da wäre wenigstens offen, aber naja, egal. Oder halt vielleicht. Ist mich schon wieder eingesperrt. Verwirrend. Okay, rückwärts scheint es rauszugehen, ja. Genau, okay. Ja, genau. Vielleicht kann ich dann durch diese Scheibe hier auch durch, wenn ich rückwärts gehe. Oh, tatsächlich. Sehr schön. Und jetzt? Wo muss ich jetzt hin? Da bin ich auch hergekommen, oder nicht? Nee? Ach, ich habe einen Orientierungssinn. Okay. Das ist wieder irgendwie woanders. Egal. Okay, das geht weg. Kann ich... Perfektes Timing. Ich bin halt einfach Profi. Okay. Weiter geht's. Okay, jetzt bin ich da, wo ich... Ah, das Spiel schickt mich einfach. Die Animaterie. Oder ich... Ah, das schwarze Ding. Okay, da muss ich wohl durch diesen inneren Würfel da irgendwie hoch. Schauen wir mal. Ich muss erstmal reinkommen. Toll, das sind auch noch so Dinger, die die Treppen kaputt machen. Okay, hier ist aber kein Aufgang. Ah, wunderbar. Eine unsichtbare Treppe. Oh, das ist ja einfach. Naja, wann ist denn schon mal etwas einfach? Okay, ich hoffe, da löst sich jetzt nicht alles auf, wenn ich springe. Aber ich versuche es einfach mal. Ach, klappt ja. Sehr schön. Aber die Bewegung war wohl etwas zu schnell. Da hat sich da um das Ding so die Treppe aufgelöst. Mit dieser Bewegungsmelder. Oh, auch gut. Ja. Er ist weitaus weniger spektakulär, als ich dachte. Na gut. Dann löse ich das ja nicht auf. Ah, ja, klar. Toll. Wie komme ich da erst durch? Nee, muss ich vielleicht wirklich diesen Steg da auflösen mit dem Bewegungsmelder und dann da drüber hüpfen? Geht das? Oh, das verbuche ich mal unter dem Überbegriff Fail. Naja, versuchen wir es nochmal. So. Herrlich, wie sich das alles aufbaut. Und hüpfen und wieder weiter. Also falls ihr euch wundert, warum ich jetzt nicht unbedingt so super laut rede oder so. So, Moment grad. So, schaffe ich das jetzt? Nee, weil ich zu dumm bin zum Springen. Naja. Ja, warum ich jetzt nicht super laut oder super gut gelaunt rede. Das liegt einfach nur daran, es ist jetzt hier Realtime. Fast genau 2 Uhr in der Nacht. Meine Freundin schläft nebenan und der ging es den ganzen Tag nicht so besonders gut und ich will sie jetzt nicht unbedingt aufwecken, was sonst ab und zu schon mal öfters passiert. Vor allem habe ich sie eben versehentlich aufgeweckt, weil ich den Fernseher eingeschaltet habe mit meinem Raspberry Pi und da war irgendwie aus irgendeinem Grund der Ton von dem Video viel zu laut und ja, wenn dann nicht die ganze Straße davon wach geworden ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja, deshalb versuche ich mich... Ja, verdammt. Deshalb versuche ich mich ein bisschen zu mäßigen mit meiner Stimme. Und nur ein bisschen leiser zu reden. Vielleicht mal gucken, vielleicht kann ich da... Verdammt. Vielleicht kann ich da nachher noch was drehen, die Lautstärke erhöhen. Vielleicht klappt das. Aber das ändert ja nichts an der Betonung. Ja. Okay, hier oben kann ich dann also auch nicht rein, sondern muss dann wirklich da unten auf dieser quasi mit, beziehungsweise mit dem ersten Stock rein. Nicht im Erdgeschoss, nicht im zweiten Stock, sondern im ersten. Okay, das löst sich dann quasi immer so von der Mitte her zuerst auf. Ja. Da müsste ich ja so da hin können. So, da warten wir nochmal.
Nochmal schauen. Und zur Mitte ist zuerst, nur müsste ich da eigentlich drauf springen können, wenn ich das richtig... Oh je. Wenn ich das richtig time. So. Same procedure as every try. So. Ich würde es mir gerne mal noch von hier oben anschauen. Ohne dass mein Teil sich hier auflöst. Ja gut, das löst sich in die andere Richtung auf. Ich dachte, ich könnte dem vielleicht einfach dem Auflösenden einfach nachlaufen, aber... Nee. Ich muss dann wohl dort hinten stehen und dann dagegen hüpfen. Im richtigen Moment. Zum richtigen Zeitpunkt. Ja, aber ich merke schon, diese ganze Nachsynchronisationssache, Gameplay-Commentary, nenne ich es einfach mal, ist, glaube ich, nicht so ganz meins. Ich laber lieber beim Spielen, auch wenn das... Moment mal, kann ich da hinten hin? Ah, verdammt. Ich will in die Vergangenheit reisen. Ich habe gerade gesehen, dass ich da hinten die Plattform da aufbaut. Fuck. Also ich habe für den, um da oben reinzukommen, merkt ihr schon, einige Versuche gebraucht. Aber jetzt habe ich eben gerade gesehen, dass ich da oben auf der obersten Ebene, wenn man da jetzt geradeaus weitergehen würde, würde sich das auch noch weiter aufbauen, wie unten drunter das. Aber leider ist mir das beim Spielen nicht aufgefallen. Ja.